Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zurück. Vor allem, weil, ja, irgendwie ist das Dach, glaube ich, auch falsch. Also eigentlich müsste das ja in dieser Richtung sitzen. Naja, ist ja jetzt egal. Hier so sieht man von hier oben ja kaum. Hier geht's dann rein. Schön. Mal gucken, was ich hier noch rausholen kann. Ach ja, bevor ich es mal wieder vergesse, kennt mich ja, guckt ruhig in der Videobeschreibung, da findet ihr den Partner Discord, diesmal richtig gesagt, mein Discord-Server und meine TS-IP, könnt ihr gerne mal drauf joinen. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. So. Wir werden gleich wieder farmen. Keine Sorge. Es wird gleich wieder gefarmt. Ich werde jetzt erstmal hier in die Steine, weil ich ja farmen möchte. Na, die Ofen bringe ich da noch hin. Sticks. Das brauche ich. Spitzhacken. Die habe ich. 6 Spitzhacken reichen hoffentlich. Hier erstmal da rein, hier erstmal da rein. Slash EC. Bring ich das hier schon mal raus da. Eine Kiste habe ich nicht für extra Leder, oder? Pack ich erstmal hier mit rein. Kommt schon noch eine extra Zauberkiste. Und dann auch für. Da habe ich ja so eine Kiste mit Sachen für Nether. Da kriege ich aber auch noch eine extra Braustandkiste, wo ich dann extra Sachen aus der Nether-Festung und so zum Brauen mit reinpacke, wie Zucker auch. Ach ja, hier die Ofen hinbauen. So, perfekt. Kleines Ofenversteck. Dann einmal noch hier wieder rüberfliegen. Moment mal. Die Serverleistung unter 49% der TPS-Wert. Funktionen deaktiviert. Mob-Spawning. Achso, Mob-Spawner würden jetzt nicht funktionieren. Block-Gravitation und Wasser-Lava-Fluss. Stimmt, slash TPS-Monitor. Da habe ich ja Rechte für. 48%. Ist es jetzt gut, wenn er sehr hoch ist oder wenn er sehr niedrig ist? Das weiß ich nicht. Ist gerade bei 9,68. Slash TPS Monitor. Slash Toggle. Was gibt's hier noch? Online Time Weather. Hätte auch keine. Slash Toggle. Da kann ich nur Toggle. Online Time Toggle. Was ist das hier? Oh ne, Slash Toggle will ich anhaben. Gut. So. Können wir mit Wolle färben. Wenn ich denn mal Wolle hätte. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, hier. Das da und das da. Ah ja, stimmt. Fällt mir gerade was ein. Ich brauche nicht viel. Ich habe da noch ein bisschen drin, also. So, 55 habe ich ja jetzt so. Dann crafte ich mir ja gleich eine Schere.
Habe ich 6 Stück. Habe ich insgesamt 7 Stück, weil ich eine noch dort drin habe. Dann machen wir mal 8 Stück draus. 1, 2, 3. Ja, slash EC. Wird schon schief gehen. Einfach nur, damit ich dann mal anfangen kann mit den Anpflanzen. Ich muss vielleicht noch eine geeignete Stelle finden. Wer verkauft Quarz? Ich habe kein Fonte. Naja, slash Sporn. Warum leuchtet der? Was hat er aktiv? Keine Ahnung. Ey. Naja. Verkauf meine interessantes Chemie. So. Die Schlange geht ja nicht. Das ist gut. Slash EC. Ich hoffe, es geht auch generell in der Farmwelt nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich will es aber auch nicht herausfinden. Herausfinden, genau. Herausfinden, ob man mich schlagen könnte. Ach ja, slash. Home. Eisen, Lava. Eisen machen wir. Hier wollte ich wieder hin. Und hier ist auch gleich Wasser. Hier habe ich gleich den Wasserfluss gestoppt. Ey. Dankeschön. Aber dich erwische ich nicht. Hab das eingesehen. Oh, Moment mal. Irgendwo habe ich jetzt Gold gesehen und wieder verloren. Keine Ahnung. Aber hier ist auch Lapis. Habe ich hier Eisen. Alles voll, aber keine Dias. So echt traurig. Kohle nehme ich auch gerne noch mit, weil so viel habe ich noch gar nicht für die ganzen Ofen. Slash Pet gibt es nämlich für auch, aber der ist noch auf Dash deaktiviert. Das heißt, ich könnte Slash Pet, geht hier nicht, aber ich habe alle Haustiere freigeschaltet. Dadurch, dass ich King Rang bin, aber naja. Gibt es hier auf Dash noch nicht. Ich hätte gern Diamanten. Perfekt. Perfekt. Der hat dich in die Luft gejagt. Aber der hat zwar nichts gedroppt, aber egal. Schon cool, dass der Creeper mir geholfen hat. Dankeschön, Creepy. Aber irgendwie bin ich mein Diamantenproblem noch keinen Schritt näher gekommen. Ich
Ich würde gerne das Deck, was ich noch habe, in Ausnährung mitnehmen. Wenigstens etwas. Könnte ich auch mal einen Zaubertisch mitnehmen, ja. Geht doch alles. Jetzt glaube ich hier überall das Wasser. Packe ich hier fest, egal. So, mal gucken. So, ich habe gerade überlegt, deswegen auch nicht gesprochen. Wieder mal, es tut mir leid, aber ich habe gerade einfach mal überlegt. Hier immer noch keine Diamanten. Das ist doch echt, wenn ich habe mein Lebensziel erreicht, wenn ich nur einen Diamanten gefunden habe. Wenn auf 1 in der 1.8, da hatte ich nie Probleme. Da habe ich sogar manchmal anstatt nur ein 3-4 auf einen Mal gefunden. Aber liegt das jetzt an Dash oder an der 1.14, dass ich keine Diamanten finde? Ich weiß es nicht. Naja. Ohne Diamanten läuft es jetzt zwar schlecht, aber vielleicht habe ich irgendwann auch mal das Glück, dass ich Diamanten finde. In weiter Ferne vielleicht mal. Aber erstmal ist uns das wohl noch nicht gegönnt. Aber dafür Unmengen an Eisen. Kann ich ja bald einen Eisengolem craften. Fällt mir ein, wenn ich in den Spawn einen Eisengolem packe, geht das überhaupt? Ne, geht nicht. Ich muss den ja bauen. Ich war gerade am Überlegen, eine Eisengolem-Farm gibt es ja. Wie macht man die? Weil man kriegt bestimmt Eisen, wenn man einen Eisengolem tötet. Oder ich weiß nicht, ob der Eisen irgendwo hinpackt, weil ich habe letztens was von einer Eisengolem-Farm gesehen. Der muss doch irgendwas mit Eisen zu tun haben. Ich weiß, dass ein Schneemann eigentlich immer Schnee hinpackt, wo er hingeht. Da hat man eine Schneefarm. Das kann gut möglich sein, dass das mal Eisengolem auch ist. Ich benutze sie selten, die Viecher. Ich würde gern Lava finden. Lava, da bin ich drin. Diamanten. Juhu, Wasser. Wasser gekrallt, noch nicht ganz gekrallt. So, perfekt. Ne, dafür muss ich danach ganz oben. Mache ich erst gleich. Entschuldigung, wollte dich nicht ignorieren. So.
So. Immer noch keine Diamanten. Irgendwann ist meine Doppeltruhe voller Diamanten. Das wäre schön. Irgendwann ist meine Doppeltruhe voller Lapis, Eisen, Gold, hier Kohle und so. Aber keine Diamanten. Das ist so traurig. Hier finde ich auch Eisen. Ich will zwar nicht, dass da was reinfällt, aber wenn, wäre es auch nicht schlimm, weil ich habe da alles genug. Ich hätte doch gern Diamanten. Ich hätte gerne Diamanten. Ja, die hätte ich gern. Die Diamanten hätte ich gern. Ich sehe einen Stern. Nichts steht mir und meinen Diamanten in den Weg, außer dass ich sie nicht finde. Moment mal, das muss ich erstmal herausfinden. Ist da ein Spawner? Oh Gott. Was ist denn hier los? Keine Diamanten übrigens. Gut, dann erstmal weg hier. Ich weiß nicht, wo kam der denn her? Ich glaube, ich muss den erstmal töten. Kommst du erst, wenn ich dich getötet habe? Von wo kommt der nächste? Immer noch welche. Wieso? Mal gucken. Ich würde immer noch gern Diamanten finden. So ist es ja nicht. Ach, was mir noch einfällt, gefallen ist zu sagen, was ich noch sagen könnte, wenn ich nehme ja jetzt gerade am Stück ein bisschen auf, weil ich wenig Zeit habe und Bock zu zocken hatte. Und wenn ich da mal keine Zeit zum Aufnehmen habe und aber ein bisschen hier zocke und schon was gemacht habe, dann werde ich natürlich immer schön erwähnen und zeigen, kurz zeigen, was alles denn jetzt schon wie da ist und nicht.
noch die. Alles so schön und gut hier so. Schon nicht schlecht. Auch schon Level 36. Ich glaube, im nächsten Part werde ich mal handeln. Da fällt mir ein, apropos nächster Part. Der Part ist hier eigentlich schon wieder zu Ende. Wird das wohl? Hier ist noch Eisen. Hier, komm her. Oh, da ist jemand online. Oh, und schon wieder offline. Nur online gekommen, damit sein Haus nicht verschwindet, wahrscheinlich. So, und jetzt verschwindest du auch noch. Wo kommt ihr denn alle her? Hier muss doch irgendwo ein Spawner sein. Ja, Drecksäcke. Perfekt. Oder auch nicht. Und schon wieder 13. Ein Stack und 13. Oh Gott. Normalerweise habe ich schon mindestens einen Diamanten gefunden, bevor ich so viel Eisen gefunden habe. Ey! Ey! Renn doch nicht so schnell! Ey! Drecksack! Komm doch her! Drecksack. Oh, ich weiß nicht mal, ob das für meine, was ich hier jetzt an Wasser habe, ob das für eine unendliche Wasserquelle schon reicht. Ich pack da immer lieber mehr rein. Naja, egal. Ich werde mal PH machen. Bringt ja jetzt doch alles nicht mehr. Slash PH. Erstmal slash EC. Dann hier alles loswerden. So. Nochmal Rüstung loswerden. Slash EC. Slash EC. Dann slash Spawn. Dann einmal hier drücken. Aufzubilden, kleiner Hund. Und ich glaube, in der nächsten, im nächsten Part werden wir gleich vielleicht auch nochmal irgendwie farmen gehen, slash PH. Vielleicht ein bisschen weiter bauen, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werden wir mal gucken, ob wir da irgendwie traden können. Das nehme ich raus, das nehme ich raus, das nehme ich raus. Ich nehme alles raus, was ich jetzt gebrauchen kann. Und was ich nicht mehr dort in der Farm gebrauchen kann. Das Schwert nehme ich mal raus und werde ich austauschen. Ich lasse das hier mal drinne vielleicht. Nee, ich nehme das raus so. Soll ich jetzt noch mal kurz gucken, ob ich ein neues Schwert craften kann. Ganz kurz. Eins, zwei. Dann werde ich hier mir eins nehmen. Dann werde ich hier das da rein tun. Werde ich mir ein neues Schwert craften. So. Slash EC. Das da rein. Gleich ist der Part zu Ende. Der geht jetzt sowieso schon so lange. So. Rein da. Rein da. Oh, rein da.
Das war's jetzt so. Dann mache ich den Rest im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.